Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Silberfeld Games & More. Ich bin der Flo, wir sind zurück bei Dark Cloud und ich bin mega angepisst. Ich habe gerade voll zwei Aufnahmen abkacken lassen. Richtig dumm. Diese Playstation ärgert mich mal mega gerade. Zurück zum Anfang, ich habe alle Ebenen jetzt geschafft. Wir sind quasi auf der letzten und das Tor lässt uns aber nicht durch, weil wir ja noch diese Galerie der Zeit bauen müssen. Ich habe jetzt auch rausgekriegt, wie es funktioniert, ne? Sonst ging es immer mit Select drücken quasi. Select gibt's ja nicht mehr auf dem neuen Pad. Recht dumm, und habe ich mir gedacht, guckst du einfach mal hier rein. Und siehe da, wir können es jetzt bauen. Das hätte ich viel eher schon machen können. Und daher bin ich gerade extrem selbst über mich verärgert. Zurück zum Anfang, ich heiße euch herzlich willkommen. Ihr seht, wir spielen wieder Dark Cloud. Ihr habt mich lange nicht gehört. Ich habe eigentlich zwei Folgen lang jetzt extrem viel gequatscht über mich und über euch und mit euch. Und das ist aber alles weg. Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Let's Play aufgenommen habe. Ich glaube, es war vor zwei Wochen gut. Seitdem ist viel passiert. Es gab ein bisschen was aus dem privaten Bereich zu sehen. Meine Feuerwehr wurde für die Cold Water Challenge 2018 nominiert. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Natürlich nicht professionell gemacht, aber ich denke, dafür, dass wir so eine kleine Feuerwehr sind, haben wir das ganz cool umgesetzt. Danke dafür nochmal an die Herren aus Klitschena für die Nominierung. Dann gab es das Kartoffel Rock After Movie quasi bei dem Event, wo ich da mitgewirkt habe, Monate und Wochen lang, und so ein kleines Highlight-Video, was wir da so gemacht haben. Für alle, die das geguckt haben, danke für das Feedback auf jeden Fall. Was habe ich noch erzählt? Ja, ich war letzte Woche, wie gesagt, auch nicht so aktiv. Arbeit gibt gerade viel Stress auf Arbeit. Ich werde umgeschult, Weiterbildung und so. Wir haben jetzt vier Wochen lang, das ist extrem stressig und viel Input, was man sich merken muss. Dann war ich am Wochenende noch auf einem Konzert in Leipzig, Festival, und war richtig cool, lag auch an den Leuten, mit denen ich da war. In dem Sinne, schöne Grüße an Christina, Zwinker, Zwinker. Ja, aber jetzt zurück zum Thema. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen was rumbauen. Mal gucken, was wir alles gefunden haben. Vater tot. Ja, wir gucken einfach mal. Hier sieht aus, als könnte ein Bett reinpassen. Nee, was steht denn da? Okay, ich kann hier in dem Modus nichts bauen. Umso mehr bin ich jetzt gerade wieder schon wieder angepisst, weil ich nicht weiß, wo ich das Ganze bauen kann. Und von daher muss ich mal. Aber der erzählt uns auch nichts Neues hier. Wisst ihr wie? So. Das ist eigentlich richtig dumm. Wir haben auch alles gefunden, ne? Also, hier steht zwar 50 von 120, aber das steht überall. Von daher habe ich wirklich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich kann das auch nicht anfordern, ne? Ja, im Editor anordnen. Ist schön und gut, aber wenn ich nicht in den Editor komme, dann kann ich das leider nicht tun. Und ich weiß auch nicht, in welches andere Gebiet wir reisen könnten oder müssen, wo wir das machen sollen. Wie gesagt, ich kann aus der Burg hier noch rausgehen, aber das bringt auch keine Punkte. Dann stehe ich auf dem Vorplatz. Und von daher bin ich echt überfragt. Und wenn ich hier nicht gleich weiterkomme, werde ich wohl Dr. Google fragen, ob er mir hilft, wo ich diesen ganzen Mist hier aufbauen kann. Es ist jetzt übrigens gute 25 Minuten, nachdem Deutschland aus der WM ausgeschieden ist. Von daher ist meine Laune sowieso gerade so ein bisschen richtig nicht so. Ja. Ich brauche jetzt hier mal außen ein bisschen rum. Ey, was ist das für eine Kameraperspektive? Das nervt mich auch extrem. Ne? Ob ich hier irgendwo noch rein kann, aber ich bezweifle stark, weil das hätte nicht viel Sinn, ne? Das Tor sieht nicht aus, als würde es aufgehen. Hallo? In den Select-Modus komme ich quasi auch nicht rein. Also es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht wieso. Ja, das weiß ich gar nicht, was ich die letzten zwei Folgen eigentlich euch alles so erklärt habe. Ich habe auf jeden Fall, will ich mal doch Danke sagen für die 200 Abonnenten, die wir jetzt seit dem Wochenende haben. Richtig cool, freue ich mich, dass so als kleiner Kanal das anerkannt wird. Wir haben auch da unendlich viele, oder was heißt unendlich viele, ist ja übertrieben, aber doch schon diverse Abos, wo ich nicht weiß, von wem die kommen. Also stille Abos oder wie auch immer man das nennt halt. Leute, die sich nicht preisgeben. Richtig cool waren bestimmt so die letzten Wochen, naja, 30, 40 waren es mindestens, die dazugekommen sind, ohne dass ich weiß, von wem die Abos sind. Das macht einen schon ein bisschen stolz, in gewissermaßen irgendwie. So als kleiner Kanal hier
doch so zu wachsen, ohne dass man tausende Kanäle anschreibt, Abo gegen Abo und so. Ja, was willst du machen? So, und ich weiß hier echt nicht weiter. Von daher war das eine kurze Folge, eine kurze Infofolge. Ich werde jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Werde mich mal erkundigen, wie es hier eigentlich in diesem Kackspiel weitergeht. Eigentlich habe ich es mal früher gerne gespielt, im Moment nervt es mich nur noch übelst ab. Ja. Denn wir müssen hier fertig werden. Ich will bald kommen. Die Kingdom Come Deliverance, das erste DLC raus. Und da werde ich wohl mit dem Spiel, also Kingdom Come Deliverance, von vorne anfangen, weil mein Let's Play im Stream ja nicht mehr weitergeht. Aus persönlichen Gründen kann ich an der. Dort, wo ich halt immer gestreamt habe, das funktioniert so nicht mehr zwecks meiner Arbeit, zwecks der Arbeit von den Leuten, wo ich gestreamt habe. Meine Internetleitung ist noch nicht auf dem Standard, wie man es in Deutschland gewohnt ist. Von daher, das wird so Mitte, Ende nächstes Jahres passieren. Definitiv, die Zusage ist da. Ja. Die Firma baut das Ganze aus hier in meiner Region. Aber dauert eben noch ein paar Monate. Bis dahin werde ich wohl auf Streams weiterhin verzichten müssen. Muss man immer gucken, wie das Ganze weitergeht mit YouTube und so. Von daher. Aber ich habe mega Bock auf Kingdom Come Deliverance eigentlich. Und jetzt mit dem ersten neuen DLC. Ich weiß noch nicht genau, wie das so eingearbeitet wird ins Spiel. Ob es gänzlich nur ein DLC für danach ist. Oder halt ein DLC für mittendrin, also ne, im Spiel integriert oder so. Das muss ich mal noch. Oder muss man mal noch genau schauen dann. Und auf jeden Fall sollte das draußen sein, werde ich dann. Wenn es definitiv mitten für im Spiel ist quasi, ihr versteht schon, dann werde ich da auch ein neues LP anfangen und ansonsten mal gucken, ob ich es trotzdem mache oder was man dann zockt, habe ich gerade noch keine Ahnung. Es gibt diverse Spiele, die mich noch interessieren, aber auch jetzt nicht so die übelsten Kracher, dass ich sage, Alter, ich muss unbedingt das Spiel spielen. Das sehe ich ein bisschen schwierig. So, ich muss kurz meine Waffe aufrüsten hier, bevor lauter Quatschen vergesse ich das noch. Was brauchen wir denn noch eigentlich? Feuer und Untotenband. Ja, haben wir. Was ist das hier? Ja, geile Sache. Ja, von daher hänge ich da auch so ein bisschen im Schlauch. Ist auch gerade Sommerpause. Habt ihr ja schon mal erklärt. Immer ein bisschen, na, schwierig. Brauchen wir noch Feuer und Untotenband? Krass. Ja, viel privat um die Ohren und so. Und ja, ihr wisst ja alle, wie das so ist. Von daher mal gucken, aber auf jeden Fall will ich dieses Spiel mal jetzt noch zu Ende bringen hier, weil wie gesagt, das ist nicht extrem anders, wir sterben nicht. Holy shit! So. Ja, siehst du, das wäre mein Tod gewesen. So, da haben wir die Cyber gefunden. Jetzt gehen wir nochmal zu dieser fucking Uhr. Ich war ja vorhin schon mal da. Aber die lässt mich einfach nicht durch. Ja, ein Uhrzeiger anbringen. Das machen wir. Dann. Da, angebracht. Zeiger angebracht. Jetzt drücke ich. Für alle, die die Gebote missachten. Nur wer die Wahrheit kennt, kann das letzte Tor durchschreiten. Hä? Der will mich doch echt verarschen. Ja. Hör auf jetzt. Ja, es bringt jetzt halt nichts, die Ebene hier fertig zu machen. Habe ich auch schon gemacht. Alle Monster getötet, alles erkundet und so weiter und so fort. Hier eigentlich. Ach, da liegt was. Yeah, das habe ich echt gebraucht. Zauberkraft plus 1. Komm, geh auf. Oh ja, auch das habe ich gebraucht. Eine Streitaxt. Mann. Was kann es Schönes geben? So, also an dieser Stelle jetzt nur noch die scheiß Feder kaputt gegangen. Das macht meinen Tag heute echt zum Höhepunkt. Ich gehe mich jetzt betrinken. Das muss sein. Deutschland ist ausgeschieden. Anderes Thema, dazu sage ich aber nicht viel. Nein, ich habe jetzt eine sportliche Sportrunde vor mir und aber danach werde ich was trinken. Leute, an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen, danke Christina und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Wenn ich rausgehe, wie es hier weitergeht, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Mal sehen, ob ich das jetzt noch dieser Woche dann fertig kriege, das Spiel. Und dann starten wir mit irgendwas Neuem. Ich habe mega Bock auf was anderes und tja, Leute, gewinnen kann jeder. Ich bin der Flo, ich bin raus.